400 Euro zum zweiten und 400 Euro zum dritten. So, ich stehe hier mit Grit Westermann, die Vorstandsvorsitzende der PSD Bank. Wir machen zum zweiten Mal hier Kunstversteigerung für den Bundesverband Kinderhospiz. Sag mal, warum ihr sowas macht. Ja, ich sag mal so, wir sind eine Genossenschaftsbank hier in Berlin und uns ist es eine Herzensangelegenheit, hier auch wirklich was für die Menschen zu tun. Gerade in dem Fall geht es ja um schwerstkranke Kinder, Kinderhospiz, und es ist wichtig, dass da auch entsprechende Gelder da gespendet werden können. Und ich sag mal so, Kunst und Soziales zusammenzubringen, das ist einfach was sehr Schönes, was Wichtiges. Und ja, also insofern ist es uns wichtig, dass wir in unserer Region auch immer wieder A, Menschen zusammenbringen, B, Gutes tun und das gemeinsam. Ja? Und gemeinsam sieht man heute, hier sind viele Menschen da heute auch. Ja? Aber es ist ja nicht normal für eine Bank, dass sie sowas macht. Du hast das eingeführt hier, Soziales, Kunst, Regionales zusammenzuführen. Ist das gewollt von der PSD Bank, von der Genossenschaftsbank? Ja, also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall gewollt, weil letztendlich ist, sag mal, eine Genossenschaftsbank oder wir als PSD Bank Berlin-Brandenburg wollen ja ganzheitlich was für die Menschen tun. Ja? Und das heißt nicht nur, ich sag mal, Finanzprodukte verkaufen, sondern auch unseren Beitrag als Regionalbank hier leisten. Und das machen wir ehrlich gesagt von Herzen. Und vielleicht ist es nicht normal, für uns ist es normal, wir machen das schon immer so. Wir sind eine Selbsthilfeeinrichtung. Ja, so sind wir gegründet worden, der Berliner Postangehörigen damals. Und ja, mit diesem Zweck, mit diesen Werteorientierung, ja, leben wir schon seit 151 Jahren. Also insofern haben wir das im Blut, kann man sagen. Und sowas machen wir auch nochmal. Ja, sowas machen wir bestimmt, hoffe ich, noch ganz häufig. Also, weil das so eine tolle Aktion, finde ich. Und ich finde es toll, dass ihr das macht mit uns. Und ja, gemeinsam kann man immer schöne Dinge tun.